Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Heute auf dem Gabentisch haben wir schon wieder ein Bayernbräu. Der letzte Bayernbräu, naja, das hat einen ja noch irgendwie das Gesicht verzogen. Das war nun nicht so dolle gewesen, das Pilz. Jetzt haben wir da was aus der gleichen Brauerei, auch mit dem gleichen Design. Diesmal allerdings ein helles Vollbier mit 4,8% Umdrehungen. Kommt hier auch nicht in der Euroflasche, sondern in der NRW-Flasche daher. Und ja, ebenfalls aus Nürnberg. Zu meinem Erstaunen habe ich gestern übrigens noch festgestellt, die Brauerei vertreibt auch die Tucher Biere. Und mit denen waren wir doch eigentlich zufrieden gewesen. Ja, großes Rätsel, was ist da los in der Brauerei? Ja, oder Bayernbräu, speziell die Rezeptur hier, ja, spricht mich halt einfach nicht an. Keine Ahnung, wobei das Design auch von dieser Flasche geil aussieht vom Etikett. Egal, so als Glas habe ich mich diesmal wieder für unseren Hybriden entschieden. Diesmal nicht den Pilzschwenker, sondern hier tatsächlich wieder unseren kleinen Krug. Und ich würde sagen, machen wir auf. Zack, haben wir schon wieder Bier durch hier. Haben wir immer. Gestern wurde es übrigens so ein bisschen feierlicher. War ein paar Bierchen mehr, war fröhlich gewesen. So, ja, hier die Kapsel ist wieder bedruckt. Also weiß, also so recht schlicht. Aber ist immerhin bedruckt. Ja, kleines Fass Bierchen drauf. Okay. Entspannungsverdampfung ist in der Flasche, das hatten wir gestern auch gehabt. Sehe ich jetzt keinen großen Unterschied und ich würde sagen, wir lassen laufen. So, da läuft es rein. Helles Vollbier soll uns jetzt erwarten. Okay, von der Farbe trifft das sogar schon hin. Trifft dazu. Oh, wie geschmeidig, ne? Oha, und auch hier entwickelt sich wieder eine ordentliche Blume. Ich erinnere mich, das hatten wir gestern allerdings auch gehabt. Gut, dass ich jetzt nicht zu stürmisch eingeschenkt habe. So, helles Vollbier soll es sein. Okay, was haben wir da im Glas? Ja, ganz klar, ist ein Bier. Gibt sich als solches zu erkennen, finde ich gut. Was haben wir da? Zwei Fingerbreite Blume, ein bisschen weniger als gestern. Von der Farbe her fast identisch. Es ist tatsächlich schneeweiß, fein bis mittelporig. Ein paar kleinere Luftbläschen sind allerdings drauf, die hatten wir gestern nicht. Die zerplatzen hier, die begrüßen einen, finde ich soweit okay. Der Zerfall scheint hier ein bisschen schneller voranzuschreiten als gestern vom Bayernbräu das Pilzbier. Hat jetzt erstmal nichts zu sagen, ist nur jetzt erstmal eine Feststellung. Allerdings sehe ich auch hier, es bleibt leicht an der Glaswand haften. Da erkennt man es, hier oben ist der Kranz, das finde ich ganz gut. Das heißt also, vom Proteingehalt sollte es eigentlich soweit passen. Blumenteppich hat keine Risse, keine Löcher oder Inselchen. Auch das habe ich erwartet. Von der Optik schon her sieht man das recht gut. Von der Farbe her trifft es zu, würde ich tatsächlich auch als helles identifizieren. Ist wesentlich heller als das Pilzbier, filtriert, ganz klar. Allerdings muss ich sagen, was hier fehlt, ist die gewisse Tiefe. Ich finde schon fast, dass es ein bisschen zu wässrig aussieht. Aber kann natürlich auch täuschen, es sieht nicht so saftig aus. Es fehlt so ein bisschen an Tiefe. Das Ganze ist hier sehr, sehr dünn. So, ja, also ich würde sagen, fast schon so wie gefärbtes Wasser. Ja, so sieht das aus so ein bisschen. Dafür haben wir hier im Vergleich zum gestrigen Bier wesentlich mehr Karbonisierung enthalten. Das heißt, es perlt ordentlich vom Glasboden wirklich bis nach oben kontinuierlich. Recht gleichmäßig nach oben, mittelstark würde ich von der ganzen Sache ausgehen. Das heißt also, es scheint durchaus spritzig zu sein. Aber also es wird auf jeden Fall ein bisschen prickeln, schätze ich. Ja, und von der Farbe habe ich schon gesagt, es ist hell. Also es ist wirklich ein helles. Würde ich es als solches, außer dass es ein bisschen wässrig aussieht, identifizieren. Es macht einen soliden Eindruck, Leute. Ich muss ganz ehrlich sagen, würde ich über den Durchschnitt bewerten. Ich gebe hier sogar, ja doch, ich würde es wirklich 8 Punkte geben. Ja, 8 von 10 Punkte, Optik passt, sieht gut aus. So, machen wir mal anschnuppern. Ja, auch wieder ein bisschen milder. Auf jeden Fall lieblicher als gestern. Erwarte ich aber auch von dem hellen. Ja, leicht. Obwohl, das könnte täuschen. Ich dachte gerade ein bisschen Vanille, aber könnte täuschen. Ja, okay. Riecht nicht unlecker, sagen wir mal so. So, ab in die Hand damit mit dem Krug, ihr Lieben. Wisst ihr, was jetzt kommt, ne? Die Antrunk hier. Auf euch, zum Wohl. Da hinten liegt immer noch meine Freundin, die ist immer noch krank. Hallo, zum Wohl, auf die Gesundheit. Ja, zum Wohl. Genau. So, ja, auf das Bier und auf den Genuss. So, wollen wir mal. Mhm. Da sind die Backen voll. So. Ja. Okay. Tatsächlich wässrig. Sieht nicht nur so aus, ist auch wässrig auf der Zunge. Merkt man sofort. Man finde ich immer faszinierend, wenn man so diesen Unterschied hat. Also beste Beispiel, sage ich jetzt mal, ist so ein schönes Störtebäcker, dieses Scotch Ale, was ja wirklich ist wie Sirup. So richtig dick.
Ja, und wenn du dann ja sowas hast, dann ist dann wirklich so, oh, da trinkst du da gerade Wasser oder Bier. Ja, also das ist schon fast, wo ich sage, boah, das ist schon ein bisschen zu viel. Also gerade so die Grenze, so, wo man wieder sagen könnte, okay, passt nicht, ist mir zu wässrig. Also ist okay. Brauwasser ist mittelweich, würde ich sagen. Ist jetzt nicht so samtig, es schmeichelt jetzt nicht so an den Backeninwänden, ne? So, dass es so fluffig ist und so weich, sondern eher so ein bisschen rauer, das Ganze. Vom Aroma her mild, ganz klar, so wie es riecht, so leicht mild, so ja, vielleicht ein kleiner Getreidekörper schon drin, ja, den man so wahrnehmen kann, aber auch ganz flach, also alles sehr flach gehalten, da ist nichts irgendwie, was so intensiv sofort hervorschießt. Und den Fokus, glaube ich, auch schon beim Antrunk herauszuschmecken, und zwar der scheint mir hier wohl tatsächlich so auf diese Lieblichkeit abzuzielen. Ist aber bei einem hellen, glaube ich, nichts Ungewöhnliches, dass die Dinger eh generell ein bisschen lieblicher ausschmecken. Also ein bisschen zarter, ein bisschen lieblicher. Passt ganz gut, mag ich. Wie gesagt, ich habe ja da so ein bisschen so meinen Richtwert, wenn ich da, wie gesagt, an das Chiemseer denke oder an das Tegernseer aus Bayern. Und da wissen wir schon ungefähr so, wo so mein Messwert ist, an was ich mich so orientiere. Ne, das ist immer so, wo ich dann sage, okay, das passt schon. Wobei ich auch, wie gesagt, Discounterware, ich sage immer Oettinger Hell, da hatten wir ja auch wirklich in meinen Augen eine Perfektion in diesem Preis-Leistungs-Verhältnis. Also einfach perfekt, das ist eine Perfektion da halt, ne? Wo ich sage, sehr gut zusammengebraut. Deswegen so ungefähr kann das schon hier so mithalten, so vom Antrunk her. Ja? Finde ich gut, soweit. Jetzt müssen wir gucken, was da jetzt noch drin passiert. Wenn wir mal ein bisschen größere Schlucke nehmen, analysieren wir das Ganze mal ein bisschen hier. Mhm. Ja, also es ist auch frischend, zweifelsfrei, und direkt aus dem Kühlschrank. Nach der letzten Messung müssten wir jetzt so zwischen 6 und 7 Grad wieder liegen. Ich habe es unten im Kühlschrank drin, in unserem Schubfach, habe ich gemessen, Thermometer zeigt an, ja, 6 Grad, also es steht so ein bisschen draußen, Zimmertemperatur. Mhm. Also auf jeden Fall erfrischend. Es ist spritziger. Merkt man auch durch die Kohlensäure innen drin, das ist einfach ein bisschen, prickelt mehr auf der Zunge, finde ich gut. Das heißt, der Reflex, also dieser Reiz, dass man es runterschlucken will, ist noch größer. Das hatten wir gestern gar nicht gehabt, da war ja tote Hose im Glas. Das finde ich schon mal ganz gut. Der Getreidekörper, der gibt ein bisschen Nussigkeit ab. Merkt man auch. Ein bisschen erinnert mich ja so an Erdnuss, an Haselnuss, so ein leicht bisschen mehlig halt so auf der Zunge, ne? Kennt ihr ja so das typische Nussige. Von da aus geht auch, glaube ich, das Süße, das Liebliche geht davon ab. Ja? Ja, das ist eine kleine Pause. Dann merkt man sowas wie den Alkohol, der hat so einen leicht metallischen Geschmack. Ist also nicht ganz rausretuschiert, ein bisschen ist was übrig geblieben. Ist aber nicht unangenehm, passt. Ja, und dann entwickelt sich wirklich sowas Florales. Ich schätze mal, das ist der Hopfen. Der so im hinteren Bereich, kurz bevor man es runterschluckt, sich da nochmal meldet. Für ein Helles sogar ziemlich sehr gehopft, muss ich sagen. Also da so ein bisschen durchaus Bitternuancen drin. Ich guck gerade mal, ist das Hopfenextrakt oder... Aha, es ist wieder beides drin, es ist Hopfen und Hopfenextrakt drin. Gut, ja, soweit, so gut. Was man noch sagen kann, vom Körper, vom Charakter, die Aromen, die verlaufen chronologisch nacheinander. Das finde ich sehr gut, es ist nicht parallel. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, gerade für mich als Tester ist das so, wenn ich keine Ausbildung hatte, ist das immer sehr, sehr schwierig, die Sachen herauszuschmecken direkt. Jo. Nachgeschmack ist ein bisschen vorhanden, aber nicht sehr intensiv. Also es ist nicht ein langer Nachhall. Gut, dann würde ich sagen, ziehen wir gleich mal ein Fazit. Ja, schenk noch mal kurz nach. Okay, bin ich mir ziemlich sicher. Also, was ich positiv finde, ist, dass es keine sauren Nuancen drin hat. Weil, wie ihr wisst, ich mag nicht so saure Biere. Deswegen finde ich das schon ganz gut. Es passt zu einem hellen, es ist einfach so lieblich, wie man es kennt. Für meinen Geschmack ist es noch ein bisschen zu dünn, hätte eine ganz, ganz kleine Spur, ein bisschen saftiger sein können, nicht ganz so wässrig. Dafür ist es aber ein idealer Vertreter wieder für den Sommer, wärmere Tage, brezelt eigentlich weg, kannst du morgens, mittags, abends trinken, machst du nichts falsch, ist eigentlich soweit solide. Allerdings dabei bleibt es auch, einen großen Höhenflug sollten wir hier nicht erwarten bei diesem Bier, auch da ist es einfach zu schlicht in seiner Gesamtrezeptur. Da ist einfach noch so, dass dieses
wo ich mache, ne? Wisst ihr, diese Unterschrift, diese eine Note, die fehlt mir da so ein bisschen. Und deswegen bewerte ich es auch durchschnittlich. Ich gebe hier 3 von möglichen 5/6 Punkten. Man kann es trinken, es ist wesentlich besser als gestern das Pilz. Das ist ja nun mal völlig in die Hose gegangen, was die da gebraut haben. Nur 1 Punkt gegeben gestern, erinnert ihr euch, ne? Gleiche Brauerei, daran sehen wir mal wieder hier, das ist ein bisschen besser hier. Helles Vollbier, ist okay soweit, ist solide, aber kein Highlight. 3 von möglichen 5/6 Punkten. Damit ist Bierwürfler draußen, da kümmere ich mich jetzt noch drum. Verliert euren guten Biergeschmack nicht. Wir sehen uns nachher wieder in dem nächsten Biertest. Bis dahin, tschüssi.